Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captured Flag. Das nehme ich jetzt auch gleich noch auf wie die letzte Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und wir machen diesmal hier mal als Bogenschütze, als Archer. Und jetzt sind wir Team Rot und müssen die Blauen erobern. Also nicht die Blauen erobern, sondern die blaue Flagge erobern. So. Versuche ich da gleich mal einen wegzuschießen. Funktioniert natürlich nicht. Da gehe ich doch mal mit dem Schwert ran. So, der ist nämlich ungefähr gleich stark wie ich. Da mache ich den einfach mal weg. So. Wenn ich überspringen würde, wäre das auch viel geiler. So, der müsste jetzt auch langsam mal drauf gehen eigentlich. So, flüchte nicht. Das hilft ja nichts. Ach Mann. Sind voll fies. Ah. Okay. Den da oben versuche ich jetzt mal wegzusnipen. Okay, das macht keinen Sinn. Da gehe ich lieber an den anderen Turm und erobere da die Flagge. Dafür kann man hier die Schwelle benutzen, die dienen als Teleport. Werkzeug. Wenn man das so sagen kann. Okay, den habe ich getroffen. Komm, geh drauf, Mann. So, der ist drauf gegangen. So, okay. Jetzt versuch mal hier mal reinzugehen und das hier ein bisschen durcheinander zu wirbeln, das System. Ich hoffe, das gelingt uns. So, einen haben wir ja schon mal gekillt. Wundert euch nicht, dass ich schon mal gestorben bin, weil ich wurde sofort am Spawn getötet, bevor ich aufgenommen habe. Keine Ahnung, wie das möglich war. Aber es war möglich. Anscheinend. Und jetzt gucken wir mal, ob hier oben jemand ist. Oder er mal nicht. Die rote Flagge wird resettet. Okay, die muss ich ja auch, glaube ich, holen. Okay, da ist so ein Klumpen. Ne, ich muss die blaue Flagge holen, die ich schon habe. Schwören hier um mich herum solche Blöcke. Hä? Von wo? Ich glaube, ich war blau doch. Ne, ich bin rot. Ich bin rot. Das stimmt. Okay, nein. Doch, klar bin ich rot, Mann. Jetzt war ich verwirrt. Ich bin rot. Werde es auch immer bleiben. So. Oh. Verdammt. Jetzt versuche ich jetzt mal die blaue Flagge ans Ziel zu schleudern. Einfach hier weg. Mit dem Schwamm weg teleportieren. Das, hoffe, das funktioniert. Jawohl. Ah. Ah, der ist hinter mir. Da renne ich trotzdem einfach mal mit der Hoffnung, dass da keiner ist. Mit so einem Pyro. Ah, verdammt. Pyros sind die allerschlimmsten. Ah, wie man sieht, habe ich sofort Feuer gefangen und wenig Chancen jetzt zu überleben. Okay. Das sind solche Premium-Spieler, da hat man keine Chance. Ja, das war natürlich jetzt ziemlich ärgerlich. Na egal, was soll's. Die blaue Flagge wird resettet. Schade, dass ich sie verloren habe, würde ich da mal sagen. Ist hier noch irgend so einer? Ich guck mal hier. Wenn man Pfeil hochschießen, vielleicht trifft man ja ein. Und jetzt gucken wir hier mal, ob hier jemand ist. Ich hatte ja jetzt auch schon ganz oft vorher aufgenommen, bloß leider hat das immer so lange gedauert, das Spiel, dass man das hier einfach nicht schaffen konnte. Das alles in eine Aufnahme zu packen. Das ging manchmal eine Stunde ins Spielen, war immer noch nicht zu Ende. Da ist dann einfach das Aufnehmen abgebrochen, weil das wird ja dann auch langweilig, weil es gibt so viele Maps zu entdecken, da muss man nicht immer dieselben Maps spielen. Okay, hier ist die rote Flagge. Das ist schön. Die muss ich ja aber nicht holen. Ich wollte ja eigentlich nur mal gucken, ob hier einer ist. Und jetzt weiß ich, dass da keiner ist. Deswegen kletter ich jetzt hier wieder runter.
So, hat jetzt nicht wirklich Sinn gemacht, hier hochzugehen, aber hätten wir ja vielleicht einen killen können. Egal. Was ich ja auch immer ein bisschen scheiße finde, dass ich immer so schlecht bin, wenn ich aufnehme. Immer die schlechte Statistik. Sonst immer, wenn ich nicht aufnehme, da kommt dann immer hier übelst die Pro-Statistik. Das ist schon ein bisschen dumm, finde ich. Aber ich denke mal, das liegt daran, dass ich quatsche. Ah, fuck man. Ich muss weg. Bloß wenn man brennt, kann man schlecht rennen. Ich muss zum Wasser. Okay. Ich würde mal sagen, Blau gewinnt, aber eine Strategie habe ich noch. Die wäre warten, kämpfen. Ach Mist. Jetzt warte ich, bis sie da drin sind und versuche die jetzt ein bisschen auszurotten. Das könnte funktionieren, muss aber nicht. Ach, diese Pfeile sind doch scheiße. Der haut jetzt hier noch 1000 Mal rein, wahrscheinlich. So. Das hasse ich sowas. Ja, toll. Kann noch was essen. Gleich gehe ich wieder drauf. Hä? Wieso denn? Von wo? Okay. Da hat man keine Chance. Na. Ich mache mich, glaube ich, mal wieder in den. Ich glaube, so wird es geschrieben, in den normalen Soldat. Hier mit Diamantschwert und Diamantrüssi. So. Und jetzt versucht man das mal zu schaffen. So, ich nehme auch alles schön auf. Okay. Und ich hoffe, das können wir diesmal mal in einer Session abhandeln. Und müssen ja nicht jedes Mal wieder halbe Stunde machen. Also halbe Stunde ist okay, aber mehr will ich nicht machen. Also mehr als zwei Folgen. Ach, ich dachte, das war ein Gegner. Also mehr als zwei Folgen will ich jetzt eigentlich nicht machen. Und jetzt versuche ich den mal da zu killen. So. Jetzt natürlich übelst die scheiß Statistik. Ich hatte schon mal davor aufgenommen. Da hatte ich, glaube 6 Kills und 2 Tote. Ich bin zweimal gestorben und habe 6 gekillt. Und da ist aber der Server abgeschmiert. Und das wollte ich euch auch nicht anbieten, weil so ein unvollendetes Spiel ist irgendwie nicht so toll, finde ich. Ihr könnt das natürlich anders sehen. Aber ich finde, das ist so. Und hier oben ist wieder keiner. Wieso denn? Einer hat die Flagge erobert. Ah, den versuche ich jetzt mal zu killen. Das hier ist eigentlich nicht so eine tolle Map, die habe ich schon öfters gespielt. Die ist so immer so nachtdunkel. Ist eigentlich nicht so meins. Es gibt schon so schöne mit schön vielen Farben und so. Das spiele ich eigentlich lieber, aber egal. Ich versuche ja auch alle Maps durchzuspielen. Und keine Sorge, das andere spiele ich dann auch noch weiter. Also, diese auf den anderen Server. Das mache ich auch, ist kein Problem. Und jetzt frage ich mich schon wieder, wie kann der sich hier lang teleportieren? Das geht doch gar nicht. Hä, wo ist denn der? Wie macht er das? Wie? Das ist für mich so eine unmögliche Sache, wie das gehen soll. Deswegen versuche ich jetzt einfach da drüben mal die Flagge zu erobern. Also, ich glaube, wir spielen hier gerade 2 gegen 1. Keine Ahnung. Irgendwie läuft gerade nichts. Okay, der hat mich entdeckt. Was ist der mit diesen Scheißpfeilen? Wie man sieht, explodieren die Pfeile. Und man stirbt. Ach. Kacke, was soll ich denn da noch machen? Ich habe keinen Plan mehr. Ah, da ist doch noch einer von mir. Ah. Übrigens, falls du mal mit mir zusammen spielen wolltest, kein Problem. Dann müsst mir einfach nur eine PN schreiben. So, der hat jetzt die Flagge, die versuche ich dem jetzt wegzunehmen. So. Ja, schlag nach. So, ich muss was essen, das ist gerade sehr ungünstig.
Ja, endlich. Getötet. Schießt nur noch auf mich. Ah, das Geschütz. Okay. Ah, nicht okay, nicht okay. Ah, von wo? Es kann auch an der Seite rausschießen, das Geschütz. Ach, Mann. Immer diese scheiß Feuerpfeile und Explosionspfeile und so ein Mist. Ist nur weil die alle Premium sind, das ist eigentlich voll unfair. Nur weil die so ein bisschen Geld bezahlt haben, werden die anderen Spieler benachteiligt. Also das ist sowas, was man nicht verstehen kann eigentlich. Das ist einfach nur unfair, sowas. Schon wieder der gleiche Mist. Was soll man da noch machen? Ja, keine Chance, würde ich mal sagen. Ich könnte mich ja nochmal in den Archer-Modus setzen. Und vielleicht wird das da. Ich guck mal noch schnell, wie ich. Ah, okay. Ich Glück habe, kriege ich noch alles in eine Aufnahme. Und ich werde jetzt auch nicht nur meine besten Aufnahmen raussuchen, sondern. Ah, ist ein Freund. Sondern ich nehme alles. Weil ich bin nicht so einer, der nur sein Bestes nimmt. Und halt so sagt, ja, ich bin Pro-Gamer. Ich kann das Spiel immer so, obwohl eigentlich nur manche Spieler so schlecht sind. Ah, ich meine, so gut sind. Und nur die werden aufgenommen. So, das finde ich scheiße. Ach, keine Chance, Mann. Ich campe jetzt hier oben und versuche den da unten weg zu snacken. Wenn ich ihn sehe. So, okay. Camp einfach hier oben. Okay. Ich sehe gerade keinen. Gehe ich hier durch den Wasserfall, so am Rand lang. Das müsste ein Feind sein. Der ist von hier natürlich äußerst schwer zu treffen, vor allen Dingen noch, wenn er sich bewegt. Deswegen probiere ich jetzt mal den Eingang da so zu treffen ungefähr. Bisschen tiefer. Okay. Ich frage mich bloß, warum die nicht kommen. Wo sind denn die? Ich schieße einfach mal da hinten in die Ferne. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich spiele auf den PvP-Servern. Und da gibt es auch noch Hardcore-Hunger Games und sowas alles. Das werde ich auch mal noch alles so zwischendurch bringen. Und geplant ist jetzt einfach täglich Let's Play und das andere kommt immer mal so nebenbei. Okay, das Spiel ist zu Ende. Blau hat gewonnen und deswegen würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bald kommen auch wieder, kommt ein schönes Tutorial. So mit Landwirtschaft, sage ich nur mal. Und da würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ciao. Also, genau jetzt. Ciao und bis zur nächsten Folge.